Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste, die CDU ruft in der heutigen Debatte zu den Präsenzquoten in der Altenpflege ja ein durchaus richtiges und wichtiges Thema auf. Aus unserer Sicht werden allerdings die völlig falschen Schlussfolgerungen gezogen. Und keine Sorge, wir werden den Antrag nicht ablehnen, weil er von Ihnen kommt, sondern weil wir die darin enthaltene Absenkung der Standards für bestimmte Tageszeiten auf keinen Fall mitmachen werden. In der sogenannten Personalverordnung zum Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz ist der Pflegepersonalschlüssel, nicht der Pflegepersonalschlüssel, das wäre ja nochmal was, sondern ein Personalschlüssel an Tag- und Nachtzeiten festgelegt, für den Tag mit einer Quote von 1:10 und in der Nacht in einem Verhältnis von 1:40, ist noch ein bisschen komplizierter, weil auch noch die Größe der Einrichtungen mit reinzählt, im Kern geht es aber um diese Quoten. Es gibt zu Recht eine lebhafte Debatte darüber, ob diese Quoten eigentlich insbesondere auch in der Nacht ausreichen. Und es gibt ja den mittlerweile schon gut bekannten und auch gar nicht mehr so ganz neuen Spruch, keine Nacht alleine, wo es darum geht, dass die richtige Forderung nochmal untermalt wird, dass Pflegekräfte keine Nachtschichten alleine verbringen. Dieser Forderung können wir uns nur anschließen und auch nochmal Nachdruck verleihen. Aus der Sicht der Linken wäre eine bundesweite Personalbemessung dringend nötig, die sich an den tatsächlichen pflegerischen Bedarfen orientiert, wie beispielsweise in der Studie auch von Herrn Rothgang durch das Sozium kürzlich dargelegt. Insbesondere, weil die Studie ja auch nochmal konkreter untermalt, welche Möglichkeiten, welche Notwendigkeiten eigentlich vorliegen und wie das dann mit dem welchem Personalansatz erfüllt werden sollte. Ich gebe zu, auch da gab es ja auch bei der Veranstaltung bei der Arbeitnehmerkammer durchaus eine lebhaftige Diskussion, auch über den Personalmix und über die Fragen, welcher Bereich der pflegerischen Tätigkeit von welchen und wie qualifizierten Beschäftigten ausgeführt werden soll. Trotzdem glaube ich, dass das eine gute Grundlage ist und mit Sicherheit auch für die Evaluation im kommenden Jahr eine wichtige Grundlage darstellt. Damit sind wir aber auch schon bei einem der Punkte in Bezug auf die Personalverordnung, die ich wichtig finde, sich auch nochmal anzugucken, wo es um die Quote derjenigen geht, die auch spezialisierte, ausgebildete Pflegekräfte sind. Und da kommen wir dann auch zu dem Bereich, wo die CDU ansetzt, nämlich zu sagen, wir brauchen eine Flexibilisierung am Tag. Diese Unterscheidung ist mir durchaus bewusst, über den ganzen Tag, dass man weggeht von einem, wie die CDU sagt, starren Verhältnis von 1:10 und stattdessen die Stunden in einen Topf zu werfen und über den Tag zu verteilen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, halte ich für einen völligen Fehlschluss, weil es damit ermöglicht, dass es ja Tageszeiten gibt, beispielsweise zwischen den Mahlzeiten, wo die Quote deutlich abgesenkt wird, nämlich zu einem Verhältnis von nur noch 1:30 oder so etwas, wo man dann wieder eine Untergrenze einführen müsste. Und ich halte diese Form von Flexibilisierung, die zu einer zeitweisen Absenkung der Standards führen wird, weil genau das sagen Sie ja, finde ich für einen völlig falschen Weg. Wenn wir uns Situationen in den Langzeitpflegeeinrichtungen angucken und wenn wir uns auch die Situationen angucken, einiger, aber nicht aller, privater Einrichtungen, insbesondere auch unter Corona-Zeiten, dann kann man ja durchaus feststellen, dass es regionales Ausbruchsgeschehen gibt, das durchaus besorgniserregend ist und das auch immer wieder mit einschlägig bekannten Einrichtungen im Zusammenhang zu stellen ist. Dort, glaube ich, steht der gerechtfertigte Vorwurf oder Verdacht im Raum, dass es weniger eben um menschenwürdige Bedingungen geht, sondern stattdessen um Renditeerwartungen. Und deshalb glaube ich auch, dass klar sein muss, dass die Wohn- und Betreuungsaufsicht in der Zukunft an vielen Stellen eher schärfer zugucken muss als weniger. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen der Altenpflege. Wir brauchen gesetzliche Personalbemessungsinstrumente. Wir brauchen aber keine, wie die CDU es nennt, Flexibilisierung und die Verschiebung einer zu kurzen Personaldecke, nur etwas anders drapiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mache es auch kurz. Ich erkläre Ihnen nochmal, wie ich das argumentiert habe. Ich habe mich bezogen auf die Personalverordnung, in der sowohl Regelungen zum Tag als auch zum Nachtdienst bestehen. Und danach bin ich darauf eingegangen, dass ich gesagt habe, dass die von Ihnen vorgeschlagene Flexibilisierung zwischen den Mahlzeiten, beispielsweise im Vormittags- oder Nachmittagsbereich, dann ermöglichen würde, dass die jetzt geltende Untergrenze von 1:10 zeitlich unterschritten werden kann und dass wir eine solche Absenkung eines Standards, weil genau das wäre sie, eine zeitliche Absenkung eines Mindeststandards, nicht bereit sind mitzugehen und erst recht nicht auf der Grundlage eines so knapp gefassten Antrages. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist etwas völlig anderes, als hier so zu tun. Ich hätte nur über die Nachtschicht gesprochen, sondern ich habe mich darauf bezogen, dass diese zeitweise Absenkung eines Mindeststandards, der natürlich immer überschritten werden kann, nicht gehen kann.
zu der Forderung, das ist eine Art zeitweise ermöglicht es eine Unterschreitung einer 1:10 Schlüssels. Wenn Sie das nicht einräumen, dann weiß ich gar nicht, was Sie da flexibilisieren wollen. Sie wollen ja die vorhandenen Stunden anders aufteilen, sodass für Spitzenzeiten zusätzliche Stunden vorhanden sind und für andere Zeiten eben ein geringerer Ansatz als 1:10 vorhanden ist. Das ist eine zeitweise Unterschreitung der derzeit geltenden Mindestbestimmung. Und genau das würde ich so nicht mitmachen wollen. Zu der Frage, ob dadurch zusätzliche Renditen geschaffen werden, habe ich auch nicht gesagt, dass dies ein Instrument ist zur Schaffung zusätzlicher Renditen, sondern ich habe Bezug darauf genommen, dass es Pflegedienstanbieter gibt im privaten Bereich. Damit habe ich nicht alle Pflegedienstanbieter, die eine private Rechtsform haben, gemeint, die durchaus über Personalsteuerung erhebliche Renditen erzielen und habe einen Zusammenhang auch zu der derzeitigen Lage unter Corona-Bedingungen aufgestellt. Wenn Sie mich missverstehen wollen, können Sie das tun. Sie können mich aber hier nicht faktenfrei falsch zitieren. Letzte Aussage, wenn man hier klar darauf beziehen möchte, dass ja, das ist mein Lieblingswort geworden in Bezug auf die CDU, jedenfalls in den letzten 2 Tagen, weil ich da schon sehr viel zugehört habe. Abschließend, wir werden eine Forderung, und das beinhaltet sie hier temporär, diese Standards abzusenken, so nicht mitmachen.